Ernsthafter kämpfen. Hören Sie, Kalle, was passiert. Gib nicht auf. Ich werde dich finden. Und du wirst mir alles erzählen. Ich gebe dir mein Wort. Agent Jones hier. Erfordere Zugriff auf Geheimakte 8752. Ernsthaft? Keine Zeit, um die Realität zu stabilisieren, aber genug Zeit, um mich zu sperren? Okay. Wenn man mir nicht geben will, was ich brauche, dann muss ich es mir wohl holen. Hier ist Agent Jones. Erfordere Zugriff auf alles Material mit Bezug auf die 7. Jeder, der uns 7 sieht, weiß, es ist sehr riskant. Ich vermute, wir sind nicht die Einzigen, die zusehen. Aber es muss getan werden, sonst ist die Brücke verloren. Seit Jahrtausenden haben wir alles unter Kontrolle. Wir, der imaginierte Orden. Wieso sollte ich diese Logs aufnehmen, wenn sie sowieso nicht zuhören? Wir haben die Kontrolle über den Nullpunkt verloren. Wissen Sie, was das heißt? Doch seit Jones uns verraten hat, ist eins völlig klar. Offenbar nicht, denn sie unternehmen nichts. Ich habe immer dem Orden gedient. Ihm alles gegeben. Und wofür? Um einfach zuzusehen, wie die Realität endet? Dafür stehen wir nicht. Oder zumindest ich nicht. Nicht mehr. Okay, aufgepasst. Wir haben nicht viel Zeit. Uns steht ein Krieg bevor. Und wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn auch. Aktiviere das Leuchtfeuer genau dann, wenn dieser Timer endet. Nur so dämmen wir den Abgrund ein. Wenn Sie richtig liegen, wird es das Ende sein. Willkommen zu einer Geschichte. Einer Fortnite-Geschichte. Eine Geschichte rund um Season 7, Dr. Sloan, der letzten Realität und natürlich auch den Wechsel jetzt zu Season 8. Kevin, und vielleicht was hat Ariana Grande überhaupt mit der ganzen Story zu tun? Tatsächlich ein bisschen mehr, als man denkt. Das zusammengefasst in einem wunderschönen neuen Story-Video, Leute. Ich werde euch ein bisschen wieder Geschichte runterrattern, viele Fakten, Kleinigkeiten kennt ihr vielleicht schon aus letzten Videos oder vergangenen Videos, da habe ich ja immer wieder ein bisschen was gesagt und die Story analysiert, auch nach dem Live-Event. Ja, deswegen seid ihr da natürlich viel im Bilde, aber jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen epischer und natürlich... Hallo Premiere-Chat, ich hoffe, ihr geht gut. Na, YouTube-Chat, wie geht es euch? Ja, in welche Richtung muss ich gucken? Ah, da. Na, Chat? Hyped. Okay, die Leute sind anscheinend gehyped. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe mal, die Premiere läuft gut. Und wenn ihr jetzt schon in der Premiere sitzt, Leute, gerne ein Like-Button da lassen, natürlich für die Story, ne, beziehungsweise auch die Geschichte, damit natürlich das Video vom Algorithmus supportet wird und euren Freunden Bescheid sagen. Auf euren WhatsApp-Gruppen, Discord-Gruppen, Toilettengruppen oder wo auch immer ihr zusammen Zeit verbringt. Würde mich mega freuen, weil solche Videos kosten immer immense Arbeit, ne. Viele Stunden, was Schnitt angeht, Musik anpassen, Szenen und. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, dass ein bisschen Qualität natürlich auf YouTube ankommt. Und natürlich an dieser Stelle gerne auch Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn ihr das Video jetzt schon gerade schaut, in der Premiere, wenn euch das Video auch später empfohlen wird, ne, wenn ihr das in der Wiederholung quasi anschaut, gerne reinhauen. Und wir beginnen aber auch schon mal mit dem Krieg gegen die letzte Realität. Die letzte Realität, so nennt man anscheinend diese Aliens. Ein sehr, sehr, sehr seltsamer Name, habe ich auch schon mal kurz erörtert. Hört sich jetzt nicht mehr so an wie eine Rasse, die man vielleicht eine Rasse nennt, ne? Und laut dem Skin sollte es ja die Chimera sein. Aber die letzte Realität wird jetzt auf jeden Fall in mehreren Blogposts von Fortnite erwähnt. Und sind die Aliens, die jetzt von weit, weit außerhalb von dem Universum jetzt hier reingekommen sind, um etwas zu suchen. Und in meinen Augen ist das der Zero Point. Auch wenn wir dafür keine krassere Infos bisher haben, sollte der Zero Point der Dreh- und Angelpunkt für... Ach, schon wieder Dreh- und Angelpunkt. Das wird noch öfters vorkommen. So, aber der Name, die letzte Realität, ne, hört sich nicht nach einer Rasse an, sondern mehr als einen Zustand oder eher einen Ort, sowas, ne?
zum Beispiel einen Ort im gesamten Multiversum von Fortnite. Ne? Wir wissen ja, durch unterschiedliche Risse und so weiter verbindet sich ja Fortnite mit allen möglichen Realitäten. Marvel, DC, Star Wars, das sind vielleicht jetzt so die bekanntesten. Da gibt natürlich auch kleinere wie Street Fighter, Halo, God of War. Es kommt alles zusammen. Und so wie es aussieht, wenn wir den Namen jetzt mal so nehmen und dass es ein Ort ist, scheint es ja, dass es eine endliche Anzahl gibt. Also nicht unendlich, ne, alles Mögliche, sondern es gibt irgendwo ein Ende. Und zwischen der ersten Realität oder beziehungsweise der Null-Realität und der letzten Realität gibt es ja die ganzen anderen, die wir kennen, mit Marvel, DC und so weiter. Die Null-Realität ist diese Insel. Die Insel, auf der wir spielen, auf diese wo die Aliens draufgekommen sind. Und die Aliens selber scheinen die letzte Realität zu sein. Irgendwo im verbreiteten Kosmos in dem Universum gibt es eine Realität, die anscheinend die letzte wäre. Ob man das jemals irgendwie zählen kann oder sowas, ist natürlich schwer zu sagen, aber wir haben den Anfang und das Ende. Würde ich mal so behaupten jetzt, ne? Weil wenn diese Insel Null-Realität genannt wird und die Aliens die letzte Realität sind, woher die kommen, dann scheinen sich diese zwei Realitäten ja wohl anzuziehen, ne? Weil auf der Null-Realität ist der Zero-Point, der alle Realitäten miteinander verbindet und zusammenbringt und quasi den Zentrum aller Realitäten darstellt. Aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist aber auch ein bisschen die Ankunft der Aliens. Ist vielleicht jetzt erstmal gar nicht so spektakulär, aber die Aliens kommen wieder von außerhalb der Insel und somit auch außerhalb der Schleife. Die gesamte Insel ist ja quasi eine riesengroße Schleife, die alles immer wiederholt. Der zweite interessante Faktor bei der Ankunft der Aliens ist, dass die anscheinend immer auf diese Insel zusteuern, wenn irgendjemand den Zero Point haben möchte. Selbst Galactus ist von komplett weit weg, der hat nicht mal einen Riss benutzt, ne? Der ist einfach komplett durch alle Universen geflogen, um auf diese Insel anzukommen, um an den Zero Point zu gelangen. Das Mutterschiff ist jetzt auch auf der Suche nach diesem Zero Point. Also jeder, der an den Zero Point gelangen möchte, muss über die Insel dahin gelangen, ne? Keiner fliegt zum Beispiel an die Basis der IO oder sowas oder auf die andere Seite dieser Karte. Und wir wissen vom Season 5 Trailer, dass auf der anderen Seite dieser Karte natürlich auch die andere Seite der Welt ist, sozusagen, wo die IO ist. Wo die das Ganze kontrollieren, wo die die ganze Schleife kontrollieren. Aber diese Seite ist anscheinend unerreichbar für alle Außenstehenden und für das gesamte Universum und Multiversum, was in Fortnite herrscht, ist es unerreichbar. Und die müssen immer über diese Insel quasi durch den Untergrund kämpfen, um an die IO anzukommen, beziehungsweise auch an den Zero Point. Und da kommen wir auch schon wieder zu der IO und was sie natürlich vorhat. Die IO hat in dieser Season auf jeden Fall auch eine Menge Story bekommen und sehr viele Indizien dazu, wie die ganze Organisation aufgebaut ist. Und hat dann auch natürlich Mam revealed. Ihr erinnert euch an Mam, mit dem Agent Jones gesprochen hat, ne? Gehen Sie da rein und biegen Sie das hin. Verstanden, Mam, schon dabei. Und nutzt jetzt die ganzen geschleiften Inselbewohner sozusagen, ne, die in der Schleife feststecken, zu nutzen, um diese Invasion gegen die Aliens aufzuhalten. Und da natürlich jeder, der in der Schleife ist, keine Erinnerung dagegen hat oder sowas, machen wir gerade fröhlich die Aufgaben für sie, auch wenn die IO uns eigentlich auf dieser Insel mehr oder weniger immer wieder einsperrt. Aber im Imposter-Modus gibt es auch nochmal ein paar sehr interessante Anzeichen. Und zwar wird im Trailer gesagt, dass schon die IO seit über tausende von Jahren alle Probleme auf dieser Insel beseitigt hat. Seit Jahrtausenden haben wir alles unter Kontrolle. Und dazu habe ich mal wieder ein bisschen die Story-Grafik aktualisiert, wie die ganze Welt von vorne aufgebaut ist. Wir haben die Insel, die Schleife, wo alle zusammenkommen, wo alle Realitäten zusammenkommen und wo jeder irgendwie drauf möchte, weil es die Verbindung zu dem Zero Point darstellt. Ne, die später ich noch aufzeigen werde. Ne, und da haben wir halt DC, Marvel, Star Wars Universum und natürlich könnt ihr auch noch alle anderen, die wir bisher haben. Zwei externe Parteien, die wir bisher kennen und auf diese Insel gekommen sind, sind die 7 und die letzte Realität. Wir können bisher davon ausgehen, dass die zwei miteinander erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, ne, kommen aber von außerhalb der Schleife auf diese Insel, um quasi die Schleife zu durchbrechen und um mal an den Zero Point zu kommen. Die 7 haben das in Season 10 probiert. Mit dem Meteor. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ne? Die IO konnte da auf jeden Fall ein Desaster verhindern, eine neue Insel sozusagen erschaffen. Die gesamte Schleife wird aber von der IO kontrolliert. Ne? Die ist komplett verbunden mit irgendeinem Untergrundsystem oder quasi einer Spiegelwelt auf der anderen Seite dieses Planeten oder sowas. Es muss ja irgendein Planet sein oder so. Und wie im Season 5 Trailer zu sehen ist, gibt es dort eine Brücke, durch die, sowohl die Zero Point als auch Agent Jones gesprungen ist, um auf die Insel zu kommen. Und während er da durchspringt, kommt er ja quasi von Kopf über herein.
So als ob er sich quer durch den Erdkern geflogen ist oder halt auf der anderen Seite ist. Ne? Sonst würde das ja schwerkrafttechnisch gar nicht funktionieren, wenn das beide auf derselben Ebene sind. Sonst würdest du ja hochfliegen und nicht runterfliegen, versteht ihr? Naja, und deswegen die I.O. Naja, ist die Verbindung. Die Verbindung zwischen den ganzen, zwischen der Insel und der I.O. ist die Brücke. Und die ist anscheinend so essentiell, dass selbst die Sieben sagen, dass sie die Brücke für immer verlieren und sonst keine Möglichkeiten mehr haben, irgendwie an den Zero Point zu kommen. Und deswegen kämpfen die da die ganze Zeit darum. Jeder, der uns Sieben sieht, weiß, es ist sehr riskant. Ich vermute, wir sind nicht die Einzigen, die zusehen. Aber es muss getan werden, sonst ist die Brücke verloren. Season 6 hat Batman ja den verlassenen alten Stützpunkt der I.O. gefunden, der hinterlassen wurde, nachdem Galactus quasi den Zero Point rausgerissen hat und da alles zerstört hat. Und den hat Batman im Bunker gefunden und hat dort das Ganze erforscht. Und dort hat er auch noch die Überreste von dem Zero Point gefunden. Der Zero Point, der zu dem Zeitpunkt noch mit dem Spire sozusagen verbunden war, hat Batman gefunden. Und der Deal zwischen der I.O. und Lex Luthor war, dass natürlich Deathstroke den hilft, den Zero Point zu finden, zu lokalisieren. Durch seine Intelligenz haben sie auf jeden Fall darauf plädiert, dass er das natürlich schafft und aus der Insel entkommen wird, egal komme was wolle. Und das hat er auch, ne? Der hat einen Bunker geknackt, der hat einen alten Stützpunkt gefunden, aber Deathstroke platziert einen Sender an der Zero Point und an der Zero Point Kammer. Und somit konnte die I.O. ihren Plan fortsetzen, haben sich den Zero Point wieder an sich gerissen und Lex Luthor kriegt Zugang damit zur Insel, ne, mit einem Riss, wo, auf welchen Gründen auch immer. Ich denke mal, mit dem Comic, der im Oktober rauskommt, sollten wir da auf jeden Fall ein bisschen Gewissheit haben. So, nachdem die I.O. den Zero Point mehr oder weniger lokalisieren konnten, ist auch im gleichen Zuge die letzte Realität auf die Insel gekommen und hat den letzten Punkt von einem Zero Point gesucht und das war der Spire. Den haben die zerstört, aber die Kugel war nicht dort drinne. Deswegen haben die gesamte Zeit in dieser Season genutzt, um die Map zu erforschen, welche Orte in Frage kommen, sind komplett drumherum geflogen. Habe ich zwar jetzt schon oft erwähnt, aber einfach hier für die Story. Ja, der Zero Point ist nicht im Mutterschiff, Leute. Wir haben keine einzige Szene, wo wir sehen, dass das Mutterschiff irgendeinen Zero Point an sich zieht oder hochzieht. Und im Imposter-Modus sehen wir, dass der Zero Point immer noch in der Hand von der I.O. ist. Dazu ein bisschen später mehr, also einfach noch dranbleiben. Die Struktur der I.O. ist eigentlich relativ simpel. Agent Jones ist ja quasi übergelaufen in Augen der I.O., weil er die Sieben benutzt hat, um den Zero Point quasi zu sichern, anstatt sich an den Plan zu halten oder sowas. Eigentlich wäre hätten die dem eine Gehaltserhöhung geben sollen, weil er das Ganze gerettet hat. Aber Dr. Sloan ist da anderer Meinung. Aber wie gesagt, Dr. Sloan ist zwar ein hohes Tier und das sehen wir auch in vielen, vielen Ladenbildschirmen, aber ist nicht das Oberhaupt oder sowas. Ne? Es gibt anscheinend einen Boss, der Dr. Sloan die Stelle gegeben hat, die angeworben hat und den sehen wir in dem Raum, den Dr. Sloan sich auf der Insel schön eingerichtet hat mit Bildern, wo sie dann auf die I.O. gekommen ist und wer der Charakter ist und ob der wichtig ist, ist bisher nicht so wirklich bekannt. In meinen Augen spielt er jetzt erstmal keine große Relevanz. Wir wissen nur, dass jemand anscheinend über Dr. Sloan steht. Während die da auf der Suche waren, haben die aber etwas benutzt, um uns auszuscannen. Und zwar Ariana Grande. Die Aliens haben ein UFO produziert, das Party-UFO, was die so genannt haben. Vielleicht auch, weil die Menschen die Aliens feiern, als ob das so Party-Gesocks waren. Und dieses Party-UFO hat einen Riss geöffnet, der uns mehr oder weniger durch eine magische Welt geschickt hat. Aber aus einem guten Grund. Ne, die Aliens haben dieses ganze Event mit Ariana Grande, wo wir ein bisschen Musik gehört haben, durch unterschiedliche magische Welten und Traumwelten gereist. Sind, genutzt, um uns komplett zu scannen. Alle, die in der Schleife waren, wurden gescannt. Das steht in einem Tweet von Donald Mustard, beziehungsweise seinem Standort, und zwar Loopers scanned. Ne, die in der Schleife waren, wurden gescannt, um ihre Erinnerung zu durchforsten. Und das war diese ganz Anfangsszene, wo wir durch die ganzen Kugeln geflogen sind und alte Ereignisse aus Kapitel 1 gesehen haben. Lava, beziehungsweise Vulkanausbruch, Raketenstart, der Sturmkönig und zu guter Letzt dann auch Kevin. Warum auch immer die Aliens in den Erinnerungen, die gescannt haben, Kevin wichtig war für sie. Anscheinend haben die dort wieder was gefunden, was sie selber mehr oder weniger nutzen. Die Aliens haben anscheinend Kevin selber benutzt, schon vorher in der Vergangenheit in Kapitel 1, um an den Zero Point ranzukommen. Damals, als der Riss offen war, haben die Aliens gespürt, dass sie da durchkommen können, aber für das Mutterschiff selber war es zu groß. Deswegen haben die durch die Energie
Kevin hindurchgeschickt, damit er seinen Job macht und auch die Insel soweit erforschen kann. Und ist dann ja auch durch die ganze Karte gerollt. Das wird dadurch sichtlich, dass die ganzen Aliens ähnliche Symbole wie Kevin benutzt. Aber auch der eine Life-Event-Skin, und zwar der Eindringling Elite. Elite-Skin hat Runen auf seiner Rüstung, die halt auf Kevin hindeuten. In der IO-Basis sieht man Kevin. In der Erinnerung war Kevin zu sehen. Und der letzte Indiz natürlich die Alien-Geräte, die wir benutzt haben, um die Bomben scharf zu machen. Also scheint die Materie von Kevin sowohl der I.O. als auch den Aliens bekannt zu sein. Die I.O. wahrscheinlich natürlich durch die Ereignisse in Kapitel 1. Die Aliens, die es ursprünglich benutzt haben, um Kevin auf diese Insel zu schicken. Deswegen jetzt noch die Erweiterung, ne? Kevin, der Ursprung, woher er gekommen ist, sollte die letzte Realität sein, ist er schon in Kapitel 1 auf die Insel gekommen. Und vielleicht wird es das letzte Hinterbleibsel sein, nachdem die I.O. fertig ist mit den Aliens. Das wissen wir nicht, aber... Ne, wir wissen jetzt, warum die Aliens da sind, wer die sind, was mit dem Zero Point passiert ist, aber was passiert jetzt weiter? Und zwar der Krieg. Der Krieg zwischen der letzten Realität und der Realität 0 oder der Null-Realität. Der I.O. gegen die Chimera sozusagen. Und Dr. Sloan hat ihren Plan jetzt komplett ausgearbeitet. In der gesamten Season haben wir quasi Aufgaben für sie gemacht, um die Aliens zu studieren. Wir wollten erstmal gucken, was sie machen. Wir haben Scanner aufgestellt, die Gegend gecheckt. Und es war immer irgendwo ein Maulwurf in der ganzen Geschichte drinne, den Dr. Sloan auch finden wollte. Im Imposter-Modus sagt Dr. Sloan, dass Agent Jones auf jeden Fall nicht alleine war und dass er Hilfe hat. Ne, scheint auf jeden Fall ein bisschen mehr Leute zu geben, die gegen die I.O. spielen. Deswegen mussten wir ganze Zeit NPCs ausfragen, Scanner aufstellen, Dokumente verwalten, beziehungsweise sammeln und. Und in den letzten Aufgaben halt auch die Bombe scharf machen, die jetzt nutzen, um diese Insel als tragbare Bomben für das Mutterschiff. Weil die haben gemerkt, ne, das Mutterschiff hebt die ganze Zeit die Inseln hoch und jetzt packen wir die Bomben hier dran und werden das Ganze einsaugen. Kurz bevor jetzt dem Live-Event haben wir jetzt die letzten legendären Aufgaben bekommen und dort hat sich auch endlich der Maulwurf geblickt, ne, und hat das Ganze auch versucht zu sabotieren. Eines der Bomben war dann sabotiert und sollte dann irgendwie anscheinend eine Gegenmaßnahme starten, vielleicht ein EMP-Schlag oder sowas, der alles zunichte macht. Und wir haben dann auch den Maulwurf rausgefunden und das war die Expertin ganz oben in der Basis, ne? Ist auch anscheinend gegen die I.O. und deren Machenschaften und für Mathe, Leute. Also ohne Witz, wer für Mathe ist, ist alleine in meinen Augen schon komplett sass und sollte auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Die wollte für die Mathematik das Ganze aufhalten, damit die I.O. nicht siegt, damit die Aliens gewinnen. So, und natürlich, der Imposter ist jetzt lahmgelegt. Wir haben die letzten legendären Aufgaben erledigt und jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt. Der Angriff auf das Mutterschiff. Zusammen mit den Bomben werden wir ein Angriffsteam bilden im Live-Event. Operation Himmelsfeuer, weil der Himmel soll brennen. Der Himmel wird mit dem UFO brennen und diese Explosion soll das Ding zerfetzen und soll vielleicht sogar in eine andere Realität schicken. Und hier kommt dann Kevin ins Spiel, ne? Wir haben das Angriffsteam, der I.O. greift an und die kämpft gegen die letzte Realität. Wo kommt jetzt Kevin dabei ins Spiel? Vielleicht ein Überbleibsel von den Aliens, bevor die komplett verschwinden und hinterlassen. Oder Kevin entsteht durch die Bomben, ne, indem die das Ganze zünden, materialisiert er sich wieder und landet auf der Karte und wird dann in Season 8 eine Rolle spielen. Was darüber hinaus passiert, warum wir überhaupt eine Downtime kriegen, sowas wie ein schwarzes Loch. Nun, dazu gab es natürlich Millionen von Theorien. Ne, Kevin-Energie, große Explosion, sollte natürlich entsprechend das Ganze verändern. Das muss man halt auch noch bedenken und da werden wir gespannt drauf warten im Live-Event. Der Krieg zwischen der letzten und der ersten Realität oder der Null-Realität. Wer wird der Sieger sein? Einen kleinen Hinweis gibt es noch. Und bevor wir dazu kommen, Leute, gerne natürlich an dieser Stelle schon den Abo-Button und die Glocke reinhauen. Würde mich mega freuen. Wenn ihr noch am Anfang nicht gemacht habt, gerne natürlich auch den Like jetzt reinhauen, wenn euch das Video überzeugt hat. Ne? Aber ein Hinweis von Donald Mustard ist für die nächste Season, was sollte er mit einem einzigen Wort beschreiben? Naja, er hat drei Wörter benutzt. Und die nächste Season hat damit die letzte Realität beschrieben. So wie die Aliens heißen. Werden die gewinnen? Das werden wir erfahren. Morgen. Schaltet rein, um 12 Uhr startet der Livestream. Wir werden kostenlose Items verlosen und. Wenn ihr euch gerne nochmal ein bisschen ins Detail reingucken wollt, Leute, in den hier oben die Videos gerne auschecken. Dort gibt es noch eine Menge weitere Details, die in so einem Video vielleicht gar nicht Platz finden. Kleinigkeiten, die das Ganze noch abrunden. Besonders von dem Imposter-Modus gibt es viele, viele Story-Geheimnisse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Primäre Chat hier auf dieser Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ne, schreibt mal rein in den Chat, würde mich mega, mega freuen. Natürlich YouTube, schreibt runter in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Gerne reinhauen und gebt mir Flosse. Flop!